Dem sogenannten NSU, dem nationalsozialistischen Untergrund, wurden 10 Morde angelastet. 5 Opfer lebten in Bayern. Das Behörden- und Ermittlungschaos wurde in einem Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag ausgebreitet. Die CSU fragte jetzt, wie denn die Erkenntnisse umgesetzt wurden. Also wir haben ja bei der Umsetzung dieser Ergebnisse des Untersuchungsausschusses jetzt schon ein paar schöne Erfolge erzielen können. Aber es bleibt auch Daueraufgabe, weil wir leider auch gerade im Bereich Niederbayern immer wieder einige sehr unschöne Ereignisse haben. Das ist Daueraufgabe und deshalb müssen wir auch in der Arbeit des Innenausschusses im Bayerischen Landtag immer wieder neue Akzente setzen. Also der Untersuchungsausschuss zeigt uns ja, dass es nicht so einfach ist und ich hoffe schon, dass man ein paar Instrumente findet. Da ist ja unsere Fraktion auch, denke mal, mit im Gespräch, dass man Instrumente findet, wie man immer ein bisschen her wird. Aber es ist besorgniserregend. Also mir macht es Angst. Es gibt aber Delikte, deren Dunkelziffern enorm hoch sind. Nur eben taucht dieses Potenzial nicht auf in offiziellen Sicherheitsberichten und Statistiken. Die SPD forderte jetzt die öffentliche Berücksichtigung der sogenannten Dunkelfeldforschung. Ich denke, dass wir mit der polizeilichen Kriminalstatistik ein bestehendes und sehr, sehr gutes Instrument haben. Weitere Ausweitung würde halt dazu führen, dass wieder weitere Kosten anfallen. Die Aussagekraft, der Aussagegewinn wäre überschaubar im Vergleich zu dem, was wir ohnehin zur Kriminalstatistik schon haben. Alles das, was man eh schon weiß, steht dann da drin. Und das, was man vielleicht eigentlich wissen müsste oder noch wissen sollte, das wird nicht erhoben. Also das ist ein bisschen besorgniserregend, weil eine riesen Grauzone besteht, wo man nichts drüber weiß. Immer häufiger machen Fußballspiele Schlagzeilen, nicht der Tore wegen, sondern der Ausschreitungen wegen. Schlägereien und Exzesse benötigen stärkere Polizeipräsenz. Nicht selten tragen die Beamten schwere Verletzungen davon. Die Abgeordneten fragten nun nach einem bayernweiten Sicherheitskonzept für die eskalierte Lage. Da wird einer Sieger sein und der andere der Unterlegene. Und dass man mit dem so schlecht umgeht, also da muss man wirklich ganz früh anfangen, da muss man auch mit Kindern schon lernen, dass man auch Enttäuschungen hinnimmt, dass man einfach verlieren kann. Ich glaube, dass das der Hintergrund ist. Aber wir haben jetzt halt gerade zum Beginn der Bundesliga-Saison nochmal ganz deutlich darauf hingewiesen, an die Fußballfans, dass wir hier keinerlei Gewalt akzeptieren werden. Wir werden hier mit auch in der entsprechenden Verbindlichkeit auftreten, um hier wirklich auch einmal mehr deutlich zu machen, in Bayern akzeptieren wir solche Ausbrüche nicht. Und wenn sich das rumspricht oder weiter rumspricht, wird das sicherlich auch die entsprechenden Konsequenzen haben. Soweit die aktuellen Themen und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder zu Plenum TV hier bei Donau TV.